Weichen, Weichen, Weichen. Gleich 9 Anlagen werden bis 18. September auf der U3 und U6 erneuert. Das Weichenfeld liegt zwischen den U-Bahnhöfen Münchner Freiheit und Giseler Straße und wird von täglich rund 700 Zügen befahren. Für die 10 Wochen dauernde Erneuerung stellt die Münchner Verkehrsgesellschaft den U-Bahn-Betrieb zwischen Universität und Münchner Freiheit komplett ein. Wir erneuern hier an der Münchner Freiheit insgesamt 9 U-Bahn-Weichen. Das sind Weichen aus dem Jahr 1971, das heißt, sie sind inzwischen zumindest im Kern 50 Jahre alt. Wir gehören damit definitiv zum alten Eisen und müssen jetzt raus. Wir machen nicht nur die Weichen raus, die Schwellen kommen mit raus, der Schotter kommt mit raus, der Tunnel wird leergeräumt. Und dann kommt im Prinzip alles neu rein und so bringen wir die U3 und die U6 hier in Schwabing auf Zukunftskurs. Das ist eine Geduldsprobe für die Fahrgäste, auch für uns, weil wir natürlich zusehen müssen, dass alles läuft für unsere Kunden. Aber das ist nötig, weil wir die U-Bahn in Schuss bringen müssen. Die Stadtwerke München investieren in das Großprojekt zur Grunderneuerung der Münchner U-Bahn rund 10 Millionen Euro. Da ein U-Bahn-Betrieb durch die Großbaustelle unmöglich ist, gibt es einen dichten Busersatzverkehr an der Oberfläche. Infos dazu gibt es an den Haltestellen, per Durchsage im Zug und an den Bahnhöfen sowie im Internet auf www.mvg.de/freiheit.